Hello everyone, and welcome to our video series on Learn German for Beginners. In the previous lesson, you learned what is Präteritum. You also learned the Präteritum for the Modalverben. In this video, you will be learning Präteritum für regelmäßige Verben. To practice what you learned today, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. So, fangen wir an. Lektion 25. So you have already learned that Präteritum ist eine Vergangenheitsform. Man benutzt diese Form meistens in schriftlichen Berichten, zum Beispiel Erzählungen, Meldungen, Märchen und so weiter. Jetzt lernen wir regelmäßige Verben im Präteritum. Hier ein paar Beispiele. Als Kind spielte ich viel. Früher hörte mein Vater viel Radio. Die Prinzessin küsste den Frosch. Dieser Satz ist aus dem Märchen Froschkönig. Jetzt schauen wir uns an, wie wir regelmäßige Verben im Präteritum konjugieren. Now let's learn how to conjugate the regular verbs in Präteritum. The Präteritum form for spielen is spielte. It's always easy to learn this form, and then you can conjugate. Ich spielte, du spieltest, sie spielten, sie es spielte, wir spielten, ihr spieltet, sie spielten. As also mentioned in the previous video, the conjugation for ich and sie es in Präteritum is the same. Und wie bildet man Präteritum für regelmäßige Verben? Wir nehmen den Verbstamm plus t plus die Endung. Wir schauen uns noch ein Beispiel an. Kaufen. Präteritum kaufte. Und hier ist die Konjugation. Ich kaufte, du kauftest, sie kauften, sie es kaufte, wir kauften, ihr kauftet, sie kauften. Bitte nicht vergessen, die Konjugation für ich und sie es im Präteritum ist gleich, das heißt kaufte. So jetzt kannst du alle regelmäßigen Verben im Präteritum so konjugieren. It's important to mention one thing here. When we did the Präteritum für Modalverben, we learned that the Präteritum does not take the Umlaut. For example, können, but Präteritum konnte. This does not happen in the case of regelmäßige Verben. Hören, hörte. The Umlaut does not disappear in the Präteritum. Aber es gibt ein paar Sonderfälle. Die Verben, deren Stamm mit D oder T oder TT oder M oder N enden, nehmen ein extra E zwischen Stamm und T. When the stem of the verb is ending with these endings, then the verb takes in Präteritum an extra E between the stem of the verb and T. Wir schauen uns gleich ein paar Beispiele an. Das erste Verb ist arbeiten. Im Präteritum arbeitete. Hier endet der Verbstamm Arbeit mit T. So wenn wir im Präteritum konjugieren, sieht es so aus. Ich arbeitete, du arbeitetest, sie arbeiteten, sie es arbeitete, wir arbeiteten, ihr arbeitetet, sie arbeiteten. So, hier steht
zwischen Verbstamm Arbeit und T ein E und dann kommt die Endung. Und nicht zu vergessen ist, dass die Konjugation für ich und er, sie, es ist immer gleich. Und hier ist ein Verb, wo der Stamm mit N endet. Zeichnen, zeichnete. Und hier ist die Konjugation. Ich zeichnete, du zeichnetest, sie zeichneten, er, sie, es zeichnete, wir zeichneten, ihr zeichnetet, sie zeichneten. Since the stem of the verb zeichnen ends with N, we will take an extra E between the verb stem and the T. And finally, there is the ending. You should always remember that the conjugation for ich and er, sie, es in Präteritum is the same. Hier ist noch ein Verb, wo der Verbstamm mit D endet. Reden, redete. Und so konjugieren wir es. Ich redete, du redetest, sie redeten, er, sie, es redete, wir redeten, ihr redetet, sie redeten. Und die Konjugation für erste Person ich und dritte Person er, sie, es ist gleich. Jetzt schauen wir uns ein paar Beispiele an. Als Kind machte ich viele Fehler. Das Verb ist machen, Präteritum ist machte und Partizip Perfekt ist gemacht. Also, wenn man die Vergangenheitsform lernt, es ist immer gut, Infinitiv, Präteritum und Perfektform zu lernen. Machen, machte, hat gemacht. Hier ist das nächste Beispiel. Mit 9 Jahren lernte ich Klavier spielen. Also lernen, lernte, hat gelernt. 3 Jahre später schenkte mir mein Vater eine Gitarre. Schenken, schenkte, hat geschenkt. Es ist nicht falsch, wenn man diese Sätze mit Partizip Perfekt formuliert. Aber wir haben hier eine Art Bericht. Deshalb benutzen wir Präteritum. Im Jahr 1980 arbeitete mein Vater als Beamter. Arbeiten, arbeitete, hat gearbeitet. Von 1981 bis 1987 studierte ich Jura. Studieren, studierte, hat studiert. Zwischen 2000 und 2003 wohnten wir in Berlin. Wohnen, wohnte, hat gewohnt. Vor 3 Jahren kauften wir uns ein Haus in München. Kaufen, kaufte, hat gekauft. In den 70er Jahren redete man gern miteinander. Reden, redete, hat geredet. Damals spielten die Kinder lieber auf der Straße. Spielen, spielte, hat gespielt. Früher hörte man gern Rockmusik. Hören, hörte, hat gehört. So, wenn man einen Bericht schreibt oder Sätze in Präteritum, dann kann man ein paar Zeitangaben benutzen. Zum Beispiel als Kind oder mit 9 Jahren oder 3 Jahre später. Die Zahlen kann man natürlich anpassen. Im Jahr 1980 oder von 1981 bis 1987
oder zwischen 2000 und 2003 oder vor 3 Jahren, in den 70er Jahren oder damals, früher. So you can use these particles of time when you are writing your sentences in preteritum. In the next lesson, we'll be learning the preteritum for unregelmäßige Verben. To practice what you have learned today, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. Danke! Thanks for watching this video. If you like this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel for more videos. You can click on the bell to receive notifications whenever we upload a new video. If you have any comments or questions, you can leave them in the comment section below. Tschüss! Auf Wiedersehen!